Naja, es gibt den Spruch, dass Oldtimer-Rallys sind das, wenn alte Männer langsam um die Welt fahren. Wichtigste ist, dass eigentlich sonst alles passt im Auto und am Halter und so weiter. Und freuen uns schon irrsinnig. Ich hoffe, dass es nicht zu heiß wird heute. Morgen! Aber wir werden uns bemühen. Obwohl wir Brüder sind, fahren wir zum ersten Mal gemeinsam. Genau. Ich habe nicht reingeschaut. Aber ich nehme an, dass es zum Schaffen sein wird. Wenn nicht, dann rufe ich dich an und du hilfst mir weiter. Ne? Jetzt sind wir uns einig. Wir hoffen, dass wir es beim Fahren auch sind. Ich sag mal, alles, was jetzt nicht der letzte Platz ist, wäre schon zu viel Erwartung. Na, wir können nichts Gescheites sagen, außer dass wir heute top modern unterwegs sind mit einem Arcana und mit einer Klima, glaube ich, gut bedient sind heute. Fahrerbesprechung, liebe Leute, Fahrerbesprechung. Irgendwie kriegen wir es hin. Ja, muss. Wir fahren zum ersten Mal gemeinsam, also muss irgendwie funktionieren. Auf der roten Fahne. Ja, das klicke ich da auf Sama Grundbrett. Du siehst einfach. Genau. Das geht dann mal da und du guckst dann rum. Am Anfang ist es super. So zwischendurch ist meistens ein bisschen ein Stress. Und gegen Ende, wenn man weiß, dass man nicht gewonnen hat, ist wieder super entspannt. So kurz vorm Start, dann ist man schon aufgeregt.
So kann man leicht Rallye fahren. Okay. Ja, wir haben die ganze Ausrüstung mit. Alles, ja, sicher. Ganz, alles dabei. Wir könnten auch übernachten, wenn es ist. Also ich habe zweimal ein Fahrzeug richten müssen und einen Jaguar habe ich jetzt ausgeschickt, weil die Lenkung Probleme gemacht hat. Aber sonst war Gott sei Dank nichts halt. Jetzt kommt der spannendste Teil des Tages, weil die Rallye war ja eigentlich gemütlich, das Essen war gut, aber jetzt geht es darum, wer hat denn was gewonnen. Und wir fangen mit denen an, die nie was gewinnen. Danke. Danke. Nettes Ding da hier im Haus. Dankeschön. Mit Übernachtung. Mit Übernachtung. Und dieses Team fährt nächstes Jahr kostenlos bei der St. Pölten Klasse. Dankeschön. Sie fahren das dann nächstes Jahr kostenlos bei der Café Kunstwerk Trophy. Dankeschön. Danke. Für den zweiten Gerät. Weil ich einen Blödsinn programmiert habe. Und dann, ja, dann kannst, wenn es statt 9 Sekunden plötzlich 18 Sekunden stehen hast, dann kommst du ein bisschen ins Schwimmen. Ist das dein erster Pokal? Nein. Der wievielte ist das? Der dritte. Ist der Papa gut gefahren? Ja. Zweimal habe ich ihn nicht vertraut und das war schon falsch von mir. Ich hätte auf ihn hören sollen. So, wie kriegen wir sowas? Indem man konzentriert fährt, sich das Roadbook gut anschaut und eine gute Stimmung im Auto ist. Ja, das Wichtigste ist eine gute Beifahrerin und dass das mit dem Fahrer harmoniert und dass man einfach gut drauf ist und viel Spaß hat. Und dann geht das schon irgendwie. Und viel Übung. Ja, das ist jetzt der Moment nach so einer Veranstaltung. Jetzt ist einmal so wirklich alles runtergefallen. Es ist gut gelaufen, es war ein schöner Tag. Die Leute waren super drauf. Und eigentlich rotiert der Kopf schon wieder für die Veranstaltung im nächsten Jahr. Weil ein paar Ideen habe ich schon wieder, was man anders machen könnte, also besser machen könnte oder verändern.